ich bin gerade am Standort Dortmund von ThyssenKrupp Stelio und wir machen gerade einen Warnstreik. Die Beteiligung war richtig gut, die Stimmung war auch gut, auch selbst bei diesen niedrigen Temperaturen draußen. Die Leute wollen das, was ihnen zusteht. Wir haben berechtigte Tarifforderungen gestellt. Und wir wissen, dass die Unternehmen sich dumm und dämlich verdienen. Tonnage wird vor Ort gemacht, die Mannschaft macht die an den Produktionsanlagen, die bei Wind und Wetter sich förmlich den Arsch aufreißt. Deswegen sind diese Tarifforderungen, die wir alle haben, das komplette Paket berechtigt. Die 6%, die wir gefordert haben, die sind auf jeden Fall gut. Zusätzlich das Urlaubsgeld von 1.800 Euro, wahlweise in Freizeit oder in Geld, ist super. Für die Auszubildenden ist was drin, 600 Euro. Ist natürlich auch wichtig, dass wir hier gute Auszubildende haben, dass wir die Leute motivieren, dass sie hier wieder anfangen können. Wir im Betrieb haben ein hohes Durchschnittsalter und brauchen somit die jungen Leute. Und diese jungen Leute kann man natürlich super mit Geld locken, da alles andere teurer wird und man eben überleben muss. Die Leute, die haben hier alles mitgezogen, die machen Überschichte. Die haben, wenn es der Firma schlecht geht, haben wir hier die 31-Stunden-Woche mit Lohnverzicht gefahren. Und jetzt, wo es wieder gut geht, da wollen wir auch mal was haben. Die Leute sind maßgeblich daran beteiligt, dass das hier super läuft, auf jeden Fall. Die letzten Jahre sind einfach so verlaufen, dass in der Stahlindustrie immer mehr Arbeitsplätze abgebaut worden sind. Aber im Gegenteil, die Tonnage immer weiter gestiegen sind. Es werden immer mehr Tonnen gemacht, es wird immer mehr Geld dran verdient. Und da wollen wir eigentlich unseren Anteil von haben. Und ich hoffe, dass in der vierten Verhandlungsrunde natürlich mal endlich was auf den Tisch kommt, was überhaupt verhandlungsfähig ist. Sonst wird es richtig böse mal knallen. Mit uns kann man nicht rumspielen. Mit der IG Metall muss man vernünftig verhandeln. Wir wollen jetzt endlich mal was haben. Da sind wir auch wirklich alle. Und ich glaube auch die Kollegen aus den anderen Betrieben, ob aus Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen oder sonst wo, oder aus dem Siegerland, die sind alle dabei. Und wir werden stark genug sein, einen guten Tarifvertrag zu erstreiten. Und wir haben ja gesehen, die Leute sind streikbereit. Und das, was die Arbeitgeber da abgeliefert haben, gar kein Angebot zu machen, das hat die Leute nur wütender gemacht. Und das hat die noch ein bisschen mehr rausgetrieben. Also wir sind auch weg von der Geschichte, dass wir sagen, wir sprechen hier nur noch über Prozente. Es geht hier diesmal um mehr. Und das wissen die Leute auch und die sind auch bereit zu kämpfen. An die anderen Stahlbetriebe, macht's nach, macht's besser. Wir müssen weiter Druck machen, damit wir unser gemeinsames Ziel erreichen, einen vernünftigen Tarifabschluss zu erreichen. Nein, nein, nein.